Hallo, heute mache ich eine Schneekugel selber. Dazu brauchst du einen Schwamm in geliebter Größe, eine Weihnachtsfigur, ein Marmeladen- oder Senfglas, eine Heißklebepistole, Glitzer und Deko-Schnee. Als erstes nehme ich die Figur und den Schwamm und klebe die Figur an den Schwamm. Jetzt muss ich den Kleber an die Hülse kleben. Was trocknet. Und jetzt klebe ich. Jetzt haltet man es dann fest und wartet, bis es trocknet. Ein paar Sekunden ist es getrocknet und es klebt. Als nächstes nehme ich den Deckel. Klebe den Schwamm am Deckel fest. Jetzt klebe ich auf der Deckel Kleber. Und jetzt klebe ich den Schwamm am Deckel fest und lasse das auch ein bisschen trocknen. Und wenn das getrocknet ist, dann kommt der Dekoschnee dran. Ich schneide den Dekoschnee auf. Und klebe viel Dekoschnee hier rein, damit die Löcher gefüllt sind. Jetzt lege ich den Dekoschnee hier rein, damit es schön überfüllt ist, das Loch. Und dasselbe mache ich nochmal bei allen anderen Löchern. Oh nein, ups, jetzt ist die Patrone leer. Jetzt muss man einfach eine neue Patrone reinfüllen. Jetzt steckt man einfach eine neue Patrone hinten rein. Und drückt die vordere nach vorne. Und jetzt kann man den restlichen Kunstschnee ankleben.
getrocknet. Und wenn ihr daneben patzt, so wie ich gerade, macht das nichts, einfach den kurz Schnee drüber gehen. Und jetzt noch viel Kleber auf den Schaum drauf, damit man da auch viel Schnee drauf kriegen kann. Man einfach den Schnee drauf kommt. Wir brauchen ja noch destilliertes Wasser. So, und jetzt schüttet ihr destilliertes Wasser in euer Glas. Wenig, dann braucht ihr euch noch ein zweites. So. Sollte reichen. Und jetzt könnt ihr den Dekoschnee reingeben. Und ein bisschen Glitzer schadet ja auch. Und jetzt, wenn ihr findet, ihr habt genug Dekoschnee und Glitzer reingegeben, könnt ihr euren Deckel mit der Figur reingeben. Noch ein bisschen Glitzer davor. Und noch ein bisschen Dekoschnee, bevor wir zu wenig haben. So. Und jetzt eure Figur umdrehen und hineinsetzen. Schauen wir mal, ob es jetzt passt. Naja, es ist glaube ich noch ein bisschen zu wenig Wasser. So, geben wir noch ganz wenig Wasser rein. Bisschen zu viel Schnee genommen. Naja, das nächste Mal können wir ja weniger Schnee nehmen. Und wenn man will, könnte man jetzt noch eine schöne Serviette nehmen und ein schönes Band und es drumherum wickeln. Jetzt brauche ich mal Hilfe von meinem Papa.
Und jetzt könnte man mit einer Schere